Hallo miteinander und herzlich willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Auch im zweiten Teil des Adventskreuzemüsi erklären uns Erstklässler unserer Primarschulbrieg verschiedene Wörter rund um Weihnachten. Zudem kehren wir die zweite Geschichte vom Boot zu Team Agora. Im Adventskreuzemüsi von diesem Jahr erklären uns die Brieger Erstklässler der Simon und der Arjan, der Silas und der Birhard, der Janik und die Isabel, der Sebastian und die Elena, der Joshua und der Matteo, die Nora und der Anit, die Valentina und die Ilma, die Marie und der Can sowie der Nico und die Leonie verschiedene Begriffe rund um das Thema Weihnachten. Viel Spass mit dem Rato. Ich kann essen und kann Maschinen. Sie sind rund, also fast rund. Ich habe manchmal auch Kerne drin. So kann man die. Den Dora. Tschüss. Das kann man essen. Das kann man selber machen, das muss man zeigen. Es gibt ganz viele verschiedene. Das ist so fein und da stört man sich auf dem Fest oder in dem Nikolaushund essen. Ein bisschen Farine, zum Beispiel Farine Pause. Oder wenn man ins Fußball geht, für eine Pause. Da ist Schokolade drin und das kann man essen. Dort hat man Teig und dort hat man die ausstechen. Dann hat man seine Backofen. Und dann lässt man die da drin und nachher nicht mal raus. Aber zuerst hat man nur mit Eiern Sommer. Biskuit und genau, so die die machen wir meistens daheim. Und wenn die daheim machen, dann das geht mal an der Linie oder. Und ich habe am liebsten die Zimtsterne. Der geht zum Brief und da geht er wieder einen Brief wie ein Hubel. Das ist, der kann verschiedene Formen haben. Da kann man jedes Mal ein Stuhl lift und dann kann man bis rausholen. Da hat sie eine Puppe drin und sie hat Schokolade drin. Und da hat es 24 Türchen und an jedem Tag darf man eins auftun, aber heute eine und morgen zwei und dann hat es drei und dann hat es vier, bis man es 24 aufgetan. Da sind solche Steine drin, die sind so in einem kleinen Paar. Einfach, man macht zuerst mal ein Board auf, wenn es Zeit ist. Da hat man immer eins auf die. Wenn alle 24 Borden auf sind, kommt es Christkindli. Und, habt ihr alle Wörter erraten? Nächste Woche geht es weiter, wenn es dann wieder heisst Adventskreuzemüsi. Viele Engel, die nur Schabernack im Kopf haben, können auch im Himmel nicht brauchen, hat als Tagster Petrus mit donnernder Stimme zum Engel die streng gesagt. Heute ist Heiligabend und heute am Heiligabend müssen alle Weihnachtsengel den Menschen etwas Gutes machen auf der Erde. Und wenn du etwas Gutes machen tust, dann würde ich deinen Schabernack vergessen. Und schon hat der Petrus dem Engel die Borse geschlagen. Das Engel ist dabei auf die Erde geflogen und die Erde war wunderbar verschnitten. Und das war noch kahl. Und wenn es nicht das Engel wäre, haben es heute furchtbar gefroren. Und kaum auf der Erde angekommen, hat es das Glocken gekehrt. Es hat schon ihm selber gedacht, das ist sicher der Weihnachtsmann. Und schon ist der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten, der mit zwei weißen Rosen gezogen ist, angefahren. Der Weihnachtsmann hat das Engel von zuoberst bis zu unten angeschaut und hat mir gesagt, «Hä? Hast du dich aber verlaufen?» Das Engel hat sich furchtbar geschämt. Aber hat mir doch die Wahrheit gesagt. Es hat mir erzählt,
dass sich der Petrus aus dem Himmel gejagt hat und dass er etwas Gutes machen musste heute hier auf der Erde. Der Weihnachtsmann hat mir gesagt, er soll sich auf den Schlitten sitzen und sie sind in den nächsten Wald gefahren. Da haben sie die Tannenbäume gesammelt und die Tannenbäume haben sie nachher auch geschmückt. Der Schmuck, der hat der Weihnachtsmann auf dem Schlitten einen grossen Sack gehabt. Er hat den Sack in den Schnee gelegt und sie haben angefangen, die Bäume zu schmücken. Und am Schluss ist dann noch ein kleines Bäumchen übrig geblieben. Der Weihnachtsmann hat das Bäumchen von allen Seiten angeschaut und hat nachdenklich in seinem Bar gerieben. Das Engelte hat das Bäumchen euer Schutz angeschaut und auf einmal hat es eine gute Idee gehabt. Es hat seine goldigen Sterne von seinem Rücken herabgenommen, hat die an den Bäumen gereicht. Er hat sein Silberhaar aber Haar geschnitten und hat es über den Bäumen gereicht. Und sogar sein Silberstäub von den Fliegeln hat es über das Bäumchen geblasen. Der Weihnachtsmann hat mir gesagt, das ist der schönste Baum, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Sie haben dann die Bäume aufgeladen und sind dann ins nächste Dorf gefahren. Schon von weitem haben sie gesehen, dass dann zum Pfeister schon schöne Weihnachtsstimmung ist. Aber es hat auch Pfeister gehabt, wo gar keine Weihnachtsstimmung war. Und genau in die Häuser und in die Zimmer haben sie dann nachher das Weihnachtsbäumchen gebracht. Am Schluss, wenn das kleine Bäumchen noch übrig geblieben ist, hat man das Weihnachtsmann gesagt, das Bäumchen ist dein, das Bäumchen kannst du jetzt bringen. Das Engel musste den Schutz nachdenken. Und dann hat sie gesehen, dass ausserhalb vom Dorf noch ein kleines Häuschen ist. Und in diesem kleinen Häuschen hatte es gar keine Weihnachtsstimmung. Es ist mit dem Bäumchen in die Stube gelaufen, hat das Bäumchen da getan, ist schnell am Haus. Und dann hat sie gesehen, wie die Kinder kommen und eine so riesige Freude hatten, dass sie euer Weihnachtsbäumchen haben. Dem Engel, dem ist gerade recht warm ums Herz geworden. Der Weihnachtsmann ist immer mal die Haare gestrichen und hat mir gesagt, jetzt wird sich sicher auch der Petrus wieder in den Himmel lassen. Der Weihnachtsmann ist auch fortgefahren und hat mir noch gehört, ihr seht einander wieder im Himmel. Das Engelte ist voller Freude wieder am rufen Himmel, hat an die Bohr geklopft und der Petrus hat die Bohr aufgetan und hat mir gesagt, was ist mit dir passiert? Was hast du wieder für Dummheiten gemacht? Schau mal deine Haare an. Und was hast du deine Sterne von deinem Kleidchen und deinem Silberstäub? Was ist denn mit dir passiert? Das Engelte hat mir gesagt, mit dem habe ich ein Bäumchen geschmückt. Und so hat euch der Petrus ein Lachen auf sein Gesicht bekommen. Und hat mir gesagt, die Sterne, die tätest du wieder an, wie jetzt so. Der Silberstäub tätest du wieder über die Fliegel. Und die Haare, die wachsen wieder. So viel zum Thema Weihnacht für den Moment. Oder miteinander.